Ja, meine Vorliebe für Mythen, das hängt wohl damit zusammen, dass in diesen Erzählungen Konstellationen menschlichen Verhaltens einfach auf den Punkt gebracht worden sind und im Laufe der Geschichte, der Erzählgeschichte, abgeschliffen worden sind. Es bleibt übrig das Grundsätzliche. Entweder du lebst oder du kommst um. Steuern wir ein Ziel an, das einzig lohnt, dem Gesang der beiden Sirenen zu lauschen. Die Sirenen versprechen das Wissen um Macht und das Wissen um Glück, verbunden eben mit diesem ganz eigentümlichen Vordergrund des wunderbaren Gesanges. Also es scheint so, seit dieser Sirenenmythos in der Welt ist, dass an der Musik etwas Geheimnisvolles und Gefährliches und Tödliches dranhängt. Meine Idee bei der Komposition dieser Odysseus-Erzählung war die, der Odysseus kommt in Fahrt, ist beeindruckt von seiner eigenen Geschichte und von seiner eigenen Größe, die ja da auch manifest wird. Und sein Gefühl überwältigt ihn und er fängt an zu singen. Weil die Sprache einfach zu schwach ist. Und so kommt es dazu, dass die Erzählung des Odysseus zwischen Sprechen und Singen changiert. Ja, also wenn ich nun versuchen wollte, Odysseus zu charakterisieren, dann kann ich nur versuchen, anhand meiner Person Dinge zu finden, von denen ich glaube, dass sie vielleicht deckungsgleich hätten sein können. Also erstmal ganz klar eine Neugierde, etwas wissen wollen und darin sehr konsequent zu sein, nicht nachzugeben, sich nicht manipulieren lassen, einen eigenen festen Willen zu haben, ein bisschen wild zu sein. Er hatte viele Frauen, einige Kinder. Ich hatte 2 Frauen, ich habe 3 Kinder. Gut. Dann gibt es Berührungspunkte, ja. Ja. Da dachte ich, da könnte. Die Zusammenarbeit mit Tobias Heider, die hat dadurch begonnen, dass wir uns E-Mails geschrieben haben. Und ich war ganz von den Socken und sagte: Oh, das ist sehr profund. Ich glaube, wir haben gegenseitig viel gelernt, der eine von dem, der andere von dem anderen, weil sich da 2 Kunstgattungen ja treffen mit jeweils ein bisschen anderen Ambitionen. Ja, ich ziehe meine Mütze oder meinen Hut, wenn ich einen dabei hätte, ziehe ich vor Tobias Heider. Was jetzt diese kompositorische Arbeit betrifft, ich greife auf bestimmte Teile aus dieser Erzählung und benutze sie sozusagen wie Samples, die ich dann nebeneinander lege. Die Zusammenhänge sind komplex, sind geheimnisvoll und sind auch mit dem begrifflichen Vokabular oder dem begrifflichen Instrumentarium, das man so normalerweise an solche Mitteilungen, Tod, Leben, Verrat, Liebe etc. Bindet, sind die eigentlich nicht richtig zu durchschauen. Ja, von dieser Produktion werde ich mit nach Hause nehmen, dass ich also ein bisschen über meinen Tellerrand geguckt habe und was anderes gemacht habe, neue Erfahrungen gesammelt habe und eben gesammelte neue Erfahrungen bringen auch mehr Reife mit. Steht mir doch gut.